Willkommen zurück. Auf der Suche nach Zinn geben wir uns wieder in tiefe Suchen danach. Ich werde mich heute einfach mal... Da ist auch eine Scherbe, ich sehe sie doch von hier aus schon. Der beschießt mich einfach. Oh, das sind drei Stück, die haben sie doch nicht mehr alle. Naja, ich werde mich doch nicht. Ich brauche erstmal eine Rüstung dafür, wenn ich mir nur eine aus Eisen baue erstmal. Guck ich nochmal in die andere Richtung, vielleicht finde ich irgendwo Zinn. Was haben wir hier? Das ist kein Zinn. Hier haben wir Kohle. Kohle ist aber auch schön. Brauchen wir ja als Brennstoff. Eisen. Hier waren wir auch noch gar nicht. Achso, hier kommen wir so runter. Gold. Ah ja. So ein bisschen. Es leckt gerade ein bisschen. Warum auch immer. Saphir. Saphir-Rüstung wird auch schön, was Schönes. Hier, erddurchzogener Stein. Haben wir schon mal eine Scherbe. Wir brauchen wir zwei gleiche. Ah, hier ist sehr, sehr viel. Oh, hier ist Obsidian auch. Da brauchen wir aber Diamanten. Oh, hier ist ein Lava-Becken, richtig. Ich will auch gar nicht hin in das Lava-Becken. Blei ist hier viel. Aber hier brauche ich. Wow! Ich sollte mir den Eimer mal mitnehmen. Oder Wasser mitnehmen. Ja, gesagt, kann ich da mal durch. Nicht so die Ausbeute in die Richtung. Nehmen wir nochmal ein bisschen Kohle mit. Schöne Kohleader. Böses Skelett. Und dann habe ich natürlich jetzt auch nicht dabei. Und hier ist auch nichts. Super. Gold haben wir hier. Ein bisschen mehr sogar. Blei. Also Blei brauche ich jetzt gerade nicht und finde es mehr als vorhin. Zinn. Da haben wir doch Zinn. Oh.
Böse Zombies, böse Skelette. Kohle. Lass mal hier ausleuchten. Hier geht es auch noch weiter. Vor allem ein bisschen Zinn ist hier, das ist schön. Das reicht uns erstmal wieder. Hier ist sogar noch mehr Zinn. Auch eine schöne Bärenbusch. Ich kann uns Level mitmachen. Auch Zinn. Na, hier werden wir nachher auch nochmal wieder gucken, wenn wir mal Zeit finden. Jetzt mussten wir hier wieder hoch. Dann mussten wir hier lang. Das ist doch schon ein bisschen weitläufiger jetzt hier. Ah ne, das hier war das Ende. Das heißt, wenn wir hier und dann links. Dann hier hoch. So, jetzt aber. Leisen kommt da vorne. Doch auch schon wieder ein bisschen was geschmolzen. Das Gold gleich fertig ist. Eine Scherbe haben wir schon gefunden. Naja, wir kommen. Wir kommen näher. Wir kommen näher. Und eigentlich nochmal gucken, was man hier draus baut. Lock. Zacke. Mehr nicht. Ich kann auch bestimmt hellen ausbauen. Hol ich gleich mal nach. Ah, kann man auch. Deckt schon 3. So, das Zinn wird gemacht. Zinnbarren. Ach, da unten war noch Zinn. Habe ich gar nicht gesehen. So ein Scheiß. Genau, ich brauchte ein. So eins. Nein, war das nicht so. Jetzt bin ich aber mal verwirrt. Zinnrad. Ach, das Zinnrad baut man doch so. Okay. Also, wir nochmal das Zahnrad bauen. Da Steine drumherum. Und dann Zinn drumherum. Und wir haben jetzt auch noch ein bisschen mehr Zinn. Für die nächsten Dinge. Ich glaube so. Oder? Gucken noch mal rauf. Nee, doch so. Und dann Eisen drumherum rum. Jetzt aber.
Heurige Spitzhacke, okay, nein. Die Ingwer-Zahnräder. Dann Ingwer-Barren. Eimer wird noch benötigt. Am besten einen leeren Eimer. Kommt oben drauf. Und das Ding noch. So, eine Induktionsschmelze. Oh, baue ich die denn hin? Das. Achso, die Essenzkernen sind das. Ein sehr schönes Gerät. Und hier benötigen wir wieder Holz. Ja, wieder zwei Kisten. Auch hier machen wir mal ausgeben. Ausgeben. Ausgeben, das brauchen wir nicht. So. Informationen, Schaltmetall und Dinge, die höhere Temperaturen benötigen. Sehr nützlich vom Bauen von fortgeschrittenen Geräten. Nicht zum Essen machen geeignet. Will absolut not cook food. So. Ich würde nämlich gerne jetzt mal was austesten. Wenn wir sagen, wir nehmen Kohle und pulverisieren das. Und ich nehme Aluminium nicht, sondern Eisen. Ich möchte wissen, ob ich daraus Stahl machen kann. Wenn das nämlich geht, dann wäre das wunderschön. Und es geht. Ich kann daraus Stahl machen. Das veredeltes Eisenbahn, Industrialkraft. Nee, das ist doch nicht gut. Daraus kann ich doch keinen Stahl machen. Wie kann ich Stahl machen? Heute doch den anderen für. Elektrischer Stahl, wie mache ich den? Ein Alloy-Schmelzer. Den haben wir auch noch gar nicht. Da brauche ich Eisenbahn, Pulver, Kohle und Silizium. Silizium kann man pulverisieren durch Sand kriegen. Okay, ist gut. Alloy-Schmelze. Stahlbahn. Hochofen. Ah, ich brauche einen Hochofen. Geht nicht anders. Hochofen.
brauche ich aber. Da muss ich irgendwann mal ein SNES aufhören erstmal. Eine Kokerei braucht man auch noch. Holzkohle, nee, Koks. Kokerei. Dann brauche ich Sand und Ziegel. Sand und Ziegel ist ja gar nicht so schwierig. Aber das andere. Das andere ist schwieriger. Beim Hochofen. Aber höllische Ziegel, wie macht man das? Nee, ja. Block. Ach so, okay. Also auch aus Nether. Also müssen wir uns Nether. Früher oder später. Wenn man das Nether nicht Stab herstellen kann. Einfach so, ohne es zu finden. So, und dann wollte ich noch mal gucken, das war jetzt elektrischer Stahl, elektrischer Stahl, da brauche ich einen Alloy-Schmelter. Heißt der denn auch wirklich so? Nein, der heißt nämlich so gar nicht. Wie heißt denn der Alloy-Schmelter auf Deutsch? Das ist auch eine gute Frage, die ich jetzt aber auch nicht mehr beantworten kann und auch nicht werde. Und ich sage euch, falls euch das Video gefallen hat, schaltet dann beim nächsten Mal wieder ein und lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss!